Hey, Chris. Max, alles klar bei dir? Eigentlich ja. Was heißt eigentlich? Nun, ich bin gesund. Aber? Bald ist Wochenende. Freust du dich nicht? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du weißt nicht, was du am Wochenende machen sollst? Ja, ich langweile mich immer. Was machst du denn am Wochenende? Ich habe einen vollen Terminkalender. Was machst du am Samstag? Wann stehst du auf? Ich stehe um 5 Uhr auf. Was? So früh? Am Wochenende? In der Woche stehe ich für meinen Chef auf. Am Wochenende stehe ich für mich auf. Aber warum so früh? Ich will so viel machen. Was machst du zuerst? Ich gehe zuerst auf die Toilette. Und dann? Danach trinke ich ein Glas Wasser. Anschließend lese ich 15 Minuten. Warum nur 15 Minuten? Ich lese kurze philosophische Texte. Was machst du danach? Danach mache ich Sport. Du stehst um 5 Uhr auf, um Sport zu treiben? Ja, und ich liebe es. Warum so früh? Um 5 Uhr stört mich keiner. Wie lange trainierst du? Ich trainiere eine Stunde. Und dann gehst du wieder schlafen? Nein, danach gehe ich joggen. Wer geht denn bitte samstags um 6 Uhr joggen? Ich. Um 6 Uhr bist du doch ganz alleine draußen. Ich liebe es, alleine zu joggen. Also um die Zeit kriegen mich keine 4 Pferde aus dem Bett. Beim Joggen sehe ich den Sonnenaufgang. Mir reicht der Sonnenuntergang. Jeder wie er mag. Wie lange gehst du joggen? Ich laufe ungefähr 8 bis 9 Kilometer. Und das auch noch bei der Kälte. Am liebsten jogge ich, wenn es regnet. Du bist verrückt. Verrückt sind immer die anderen. Wie meinst du das? Ich finde es verrückt, was du machst. Im Bett liegen? Das Leben ist sehr kurz. Wir leben doch alle 80 Jahre. Du liegst davon die Hälfte in deinem Bett. Ich habe ein sehr bequemes Bett. Es sei dir gegönnt. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Was machst du danach? Ich jogge bis zu meinem Lieblingscafé. Dort trinke ich einen Kaffee. Ich trinke nach dem Aufstehen auch einen Kaffee. Gehst du danach nach Hause? Ja, ich spaziere nach Hause. Und dann? Dann dusche ich mich. Anschließend frühstücke ich. Ich lege mich immer zuerst auf meine Couch. Und dann schaltest du den Fernseher ein? Na klar.
Ich muss doch Netflix schauen. Ich habe keinen Fernseher. Ich könnte ohne Fernseher nicht leben. Ich könnte ohne Computer nicht leben. Du schaust also auch Netflix am Wochenende? Nein, nach dem Frühstück arbeite ich. Du arbeitest am Wochenende? Meine Träume verwirklichen sich nicht von alleine. Wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Hast du dich mal durchchecken lassen? Mach dir keine Sorgen. Ich bin kerngesund. Aber warum willst du dann arbeiten? Ich baue mir ein zweites Standbein auf. Am Samstag? Jeden Tag. Woran arbeitest du denn? Das ist noch ein Geheimnis. Wenn ich Erfolg habe, wirst du es mitbekommen. Du tust immer so geheimnisvoll. Wahrscheinlich liegst du wie ich faul auf der Couch. Ich habe gar keine Couch. Bist du jetzt ein Asket geworden? Nein, ich habe nur andere Prioritäten als du. Solange du glücklich bist. Hauptsache, du ruhst dich auch mal aus. Nach dem Mittagessen mache ich ein Nickerchen. Oh, das beruhigt mich. Ich dachte schon, du bist eine Maschine. Ich bin morgens einfach aktiver als du. Ich bin abends aktiver. Ich hoffe, sonntags trittst du etwas kürzer. Mein Sonntag beginnt genauso wie mein Samstag. Allerdings gehe ich sonntags nicht joggen. Was machst du sonntags? Sonntags gehe ich Eisbaden. Um Himmels Willen! Was ist in deiner Kindheit falsch gelaufen? Du bist lustig. Ich bin nicht lustig. Ich bin normal. Vorhin hast du mir aber etwas anderes erzählt. Was hab ich denn gesagt? Dass du dich am Wochenende langweilst. Alles ist relativ. Ich will mich nicht langweilen. Aber ich will mich auch nicht quälen. Dein Wochenende klingt nach viel Stress. Ich empfinde es nicht so. Ich bin morgens einfach sehr aktiv. Danach wird es ruhiger. Arbeitest du sonntags auch? Manchmal. Meistens aber gehe ich wandern. Ach du meine Güte. Ich schwitze schon beim Zuhören. Vielleicht bist du doch kein Mensch. Was soll ich denn sonst sein? Vielleicht bist du ein Roboter. Ich halte mich einfach fit. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Man kann es auch übertreiben. Früher waren alle Menschen aktiver. Früher hatten wir auch einmal einen Kaiser. Die Zeiten ändern sich. Wer gesund sein will, muss sich bewegen. Das wird immer so bleiben. Ob ich nun mit 70 oder 90 sterbe, ist doch egal. Die letzten Jahre sind eh nicht die besten Jahre. Man muss das Leben auch mal genießen. Alleine im Bett liegend?
alleine um 6 Uhr in der Stadt. Niemand hat die Zauberformel für das Leben. Nun, solange du glücklich bist und solange du zufrieden bist, genieße dein Wochenende. Das werde ich, sei dir sicher.